Hallo zusammen und ich begrüße euch recht herzlich zu Diablo 3 Reaper of Souls und ich will euch mal kurz meine bisherige Witch Doctor Skillung vorstellen, die ich auf Stufe 70 spiele. Und die habe ich mir so selbst zusammengestellt, die finde ich persönlich ganz nett. Als Hauptangriff nehme ich die Feuerfledermäuse mit Vampirfledermaus-Rune, damit ich einfach permanent casten kann, ohne großartig mehr Schaden, ohne großartig Mana zu verbrauchen. Ich ziehe die Leute zusammen mit diesem Piran mit der mit den Piranhas, die neue Fähigkeit, wo man kriegt mit Reaper of Souls beim Hexendoktor. Und dann kann man mit der Rune Piranhado, also eine Mischung aus Piranha und Tornado, kann man die dann so schön zusammenziehen. Das werde ich gleich zeigen. Als ich nehme dann den Geistwandlerfähigkeit, damit ich mich damit ich relativ schnell verschwinden kann. Mit Ausflug, was sie noch eine Sekunde verlängert, kann dann aber auch die Rune reinmachen, dass man ein bisschen Leben oder Mana zurückkommt. Dann nehme ich Seelenernte, um Schaden zu erhöhen, und dann mit der Rune Achtsiger Geist, mit der ich auch Schaden mache. Und ich nehme ganz viele hier Helferleiden, wie man es nennen soll, halt beschworene Kreaturen. Einmal meinen Koloss mit rastloser Gigant, dass der immer schnell sich vergrößern kann, wenn mehrere Gegner kommen, und Zombiehunde. Ich habe jetzt Feuerschaden drin, da mein Amulett mehr 50% mehr Feuerschaden gibt. Da kann aber auch, da ich eine gute Life- und Hitwaffe habe, zum Beispiel diese blutsaugende Bestie nehmen. Und dadurch kriegt man dauernd halt unfassbar viel Leben zurück, was ziemlich mächtig ist. Hier, jetzt auf Stufe 70 kann man ja vier passive Fertigkeiten einsetzen. Ich habe hier zum Beispiel das Nachtmahl genommen, was auch eine neue Fähigkeit ab Stufe 68 ist. Ich kann noch einen zusätzlichen Hund bestimmen, womit ich noch mehr Helfer kriege, und der Schaden von Zombie und Koloss wird um 50% erhöht. Dann habe ich hier noch die Opportunisten, wodurch immer mehr so kleine von diesen Tiki-Viechern beschworen werden. Und dann werden es immer mehr und dann kämpfen die mit. Und dadurch hat man noch mehr Helfer, was auch ziemlich gut ist. Derzeit habe ich noch Dschungelstärke drin, da mein Equip noch relativ schlecht ist, Stufe 70, und man dadurch einfach ein bisschen Schaden halt reduzieren kann. Und da mein Susi Master Set, ich mein altes zum Teil noch trage und den Set Bonus habe mit dem großen Mana regenerieren, fahre ich hier noch damit, dass die Mana Kosten, dass die Schaden um 20% erhöht ist und Mana Kosten um 30% dann aber auch erhöht sind. Mit dem Susi Master Set läuft es aber ganz gut. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz die Spielweise. Wir teleportieren uns einfach, ja, gehen wir einfach mal hier in die Blutmarschen. Das Ganze spiele ich jetzt noch auf Qual 1. Ich frage Jetzt mich, ob gucken die wir mal, Schönheit von Adria ziehen uns hier es wird euch auch irgendwo. nicht mehr helfen. Ja genau, seht ihr, und jetzt hier, zack, und die werden zusammengezogen. Ich renne hin, mach dann meine Seelenernte und hau dann permanent hier ohne Mana zu verbrauchen meine Feuerfledermäuse raus. Also mir persönlich macht die Spielweise sehr viel Spaß. Also der Piranhas haben 8 Sekunden Abklingzeit, sollte eigentlich reichen. Seht ihr hier? Zack, die werden zusammengezogen, kriegen Schaden. Ich renne rein und meine ganzen Viecher hauen dann auch noch nebenher drauf und blocken dann ohne Ende. Also seht ihr hier, man kann noch eine andere Rune reinmachen. Da könnte ich dann zum Beispiel 5 Hunde haben, aber das müsste ich noch ausprobieren. Aber damit fahre ich ganz gut. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren. Ich poste euch natürlich noch die Skillung jetzt als Bild rein, dass ihr sie direkt sehen könnt. Und dann würde ich sagen, Aber es sehen waren wir uns mehrere im nächsten Kräfte. Video wieder. Sobald Vielen diese Dank fürs Töchter einen Zuschauen, erwünschten euer Schritt Danizet. erwartet.